Schnell, schnell, schnell. Ich hätte gerne eine Abkürzung, dann würde ich nochmal durch den Stachelraum gehen müssen. Ja, stimmt. Ist nur noch durch. Jetzt mal wieder Heilungsnecken. Spiel du mich auch. Fächerseits bin ich jetzt gespawnt. Damit du Secret. Vor allem, ich guck geradeaus die ganze Zeit. Das ist nur dämlich. So. So, bisher hat das Spiel nur schlechte Eindrücke auf mich gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich anfangs schon gestorben bin, als ich mit dem Spiel angefangen habe. Oh nein. Hallo? Mach doch die 8! 7! Nee, 6. Schnell, das funktioniert nicht. Ich denke mal, das sind meins die 6. Wieder ein Dämon. Ja, ich glaube, er ist tot. Immer so, wenn ich gerade mein Ding auspacke. Wieso trittst du mir schon wieder ins Mull? Stopp und zieh da was an. Das ist ja widerlich. Oh oh. Oh nein. Oh, noch ein Dämon hinter dir. Komm hier alle her! Ich wusste nichts. Autsch. Na, da hat man noch das schwarze Loch gesehen. Nö, Vögelchen. Ach nö, ich hab noch 2 KP. 16. Ah, das ist Lebenskraft. Heile mich, heile mich, heile mich. Ich glaub viel. Egal. Aludrane Retto Lloyd Highlander. Große vierläufige Reptilien. Läufig klingt wie nach Beinen, aber die haben 4 Arme, die Beine. Yep. Aus dem Aluran-System im Sternbild Canis Major. Diese primitive Rasse hat sich verpflichtet, im Austausch für Zauberkräfte, die ihr gewährt wurden, für mental zu kämpfen. Sie erschaffen selbst angetriebene Feuerbälle mit einfacher Zielsuchfähigkeit. Die Bergrasse ist bedeutend größer und gefährlicher als die normale Steppenexemplare. Wenn sie gereizt sind, feuern sie ihre Geschosse mit hoher Schussfolge. Tipps, halte sie unter ständigem Beschuss und versuche, die Feuerbälle in der Luft aufzuschießen. Mit Raketen. So. Man wird gleich wieder nur ein kleines Problem, wenn man die ganze Zeit das Ding abschießt. Also ein bisschen Problem, dann gleichzeitig darauf zu achten, die Feuerwelle abzuschießen. Der Mensch ist nicht wirklich in der Lage, Multitasking zu machen. Das ist ein Mythos. Okay. Ah, neue Munition. Und Lebenskraft hier oben. Multitasking existiert nicht. Du kannst ja bei einem der Schlüssel schon abschlägen. Ich bin einfach nur drüber gerannt. Ich weiß nicht, so farblich passt das irgendwie nicht zusammen. Na und?
Der Schlüssel soll wertvoll wirken. Na gut. Oh, da oben sehe ich schon einen grünen. Und Vögelchen natürlich. Ach. Ach, Mann, ey. Mach nicht, kleiner Typ. Hm, treffende Geschosse nicht, obwohl Gegner im Ziel sind. So komisch, ey. Willst du das Geheimnis doch machen? Ist da gerade was gespawnt? Nö, das waren die Feuerbälle, also die magischen Bälle, die explodiert sind. Achso, das hat sich so angehört wie so ein Spawn-Geräusch. Also mindestens eine Rüstung. Ich hab drauf gewartet, dass jetzt Dings kommt. Also die Werbullen. Ja, die kommen gerne mal, wenn dieses Spawn-Geräusch aufploppt. Mr. Felsen! Mr. Felsen! Ja, wird halt getriggert, wenn du Rüstung sammelst. Deswegen stelle ich mich so hin. Knapp daneben. Ein bisschen noch zur linken Seite. Ich bin schon tot, als du das gesagt hast. Patrick, mir soll nichts freuen, dass hinter dir ein Felsen kommt, den du nicht ausrennen kannst. Das ist dauerhaft so ein merkwürdiges Geräusch. Das ist ein Felsen. Rollt auf den mittleren, Bereich zu, wo die ihr Schlüssel angeboten. Ich habe schlecht im Hinterkopf Augen. Oh, hätten wir sie in der Mitte einen Checkpoint für den Spawnpunkt setzen können. Was ist da oben gerade explodiert? Was war das für ein Effekt? Was? Effekt? Was? Siehst du, wenn du meine Folge guckst? Ach warte, das tust du ja nicht. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Das ist mal Rappi roasten. Ich bin bei der anderen Pyramide gespawnt. Ganz weit weg. Ach so. Das waren zwei Vögelchen, die ich hier abknallt habe. So weit weg, wie es nur geht. Tja. Nur weil ich selber ein Faker bin. Links auf. Du bist ja auch fake. Von was denn? Von mir selber. Was? Ich fake mich selbst. Wie auch immer das geht. Keine Ahnung. I smell some serious firepower around here. Stimmt, ich hab vergessen, wenn man stirbt, verliert man einen Teil seiner Munition. Ich hab mich schon gewundert, warum habe ich jetzt plötzlich so wenig Munition? Warte mal, nächstes Secret. Speedtreppen. Warte mal, das nächste Secret. Für nur einen Bereich runterfallen. Hinter dir ist ein dunkler Bereich in der Wand. Musst du halt den Luft ein jagen. Dunkler Bereich. Musst du wieder drin mit Raketenwerfer, reicht dagegen zu laufen oder? Raketenwerfer. Natürlich Raketenwerfer. Verschieß ich den Raketenwerfer einfach auf dich ab. Und auf mich. Auf uns beide gleichzeitig, Junge! Was sagt ihn? Ich bin die Gar. Schon gesagt, es kommt ja recht früh an der Einheit. Minigun XM214A Minigun, eine Weiterentwicklung des Gatling über das Vulkan und das M134, die XM214A. Moment, wenn das andere vom. Wenn das ja vom anderen entwickelt wurde, wie kann die Zahl dann niedriger sein als die andere? Moment, nein. Die Zahl ist höher. Jetzt rede ich da.
egal, tun wir aber so, als hätte ich nichts gesagt, weil Chicken immer dumme Sachen von sich gibt und die XM-214A ist die letzte Generation der Infanteriebewaffnung der Energieselbstversorger mit eingebautem Magazin und Druckstoßadapter. Ist die mächtigste tragbare Waffe, die es gibt. Anmerkung: Für die Konfrontation mit 10 Gegnern auf kurze bis hohe Entfernung oder für die Massenvernichtung großer Zahlen kleinerer Gegner verbraucht die Munition schnell. Hier ist ja nur ein kleines Problem. Wenn wir sterben, verlieren wir die Waffe, weil es eine Secret-Waffe ist. Und da Chicken gleich wieder sterben wird, verliert sie die Waffe. Dann muss ich halt für Chicken sterben. Aber dann verlierst du die Waffe. Solange Chicken nicht die verliert? Ich meine, dann müsst ihr ja vorlaufen, dann würde ich die ganzen Texte und Sachen kriegen. Schwere Entscheidung. Chicken. Ach, Chicken ist jetzt schon so oft gestorben, was machen ein paar Tode mehr? Da ist ein. Nächsten über nächsten Level kommt eh dann wieder den Minigun. Ich krieg Rüstung. Komisch, dass ich die Pillen nicht bekommen habe. Es gibt Munition. Sicher Bosskampf. Sehr schön für den Bosskampf. Ja, Licht. In Arena. Ein Spinnennetz dazwischen. Schon nach oben gesehen. Richtung Licht. Oh nee. Please don't. Eigentlich ein ziemlich großes Fenster, ne? Wie groß muss diese Spinne sein? Keine Ahnung, aber glücklicherweise kommt hier niemals eine vorbei. Ich hab vor, jetzt noch Spinnen an Zero Sim Spiel. Oh. Boing. Ach Gott, es sind Schnecken da drüben, aber. Verbrennt einfach, bin ich sicher. Wenn wir nicht anbrennen, können wir uns entlang springen. Verbrennt, bin ich sicher. Stopp, Jason! Was? Noch Spinnennetz da oben. Genau, zerstör es! Wenn ich da ist! Geht nicht. Dann weiß ich nicht. Moment. Oh nein. Oh, Minen nutzen. Was ist das? Autsch. Das hört gar nicht mehr auf. So, weil so ein Gegner ist. Ist nicht im Kopf. So, zerstört. Das habe ich gerade auch gerade kurz gesehen. Naja, wie schon am Anfang des Spiels. Ach nö, das. Kommt uns ein Wall aus Dunkelheit uns entgegen. Und dahinter kommt ein Gegner. Zu viele! Bleib was, der vergifft ihn die. Der Flammenwerfer ist immer gut gegen die, wenn man zur Seite geht und die damit bespuckt. Oh, hätte ich bloß einen Lebenspunkt mehr.
Da hättest du 78. Mit 90. Achso, 69. Hab ja zu spät hingeguckt. Ah. Hier ist das Schlüssel 1. Hey. Ist doch gut. Pass auf, Fischchen. Haben wir nicht mit Fische verbunden vor? Hey, wir haben Schaffensimulationen. Ah, jetzt kommen die. Hilfe! Ist schon tot. Egal, wenn man draufballern, damit du auch wirklich tot bleibt. Ich mag hier, wie das Wasser hier an Wänden schimmert. Kann passieren. Ein Schlangenkopf da oben, das Licht unter... leuchtet. So, jetzt kommen Faker-Hühnchen. Teil des Jaguars. So. Beide goldenen Jaguare. Ach, was wir nichts über den männlichen sagen. Toll, wir haben jetzt beide goldenen Jaguare. Jetzt müssen wir nur noch eins machen. Zurück zum Trimionien-Plateau gehen und sehen, was passiert. Wieso höre ich Kampfmusik? Weil ich nicht mehr in die Kammer zurück kann. Ja, bekämpfen. Ach Gott, wir sollen sterben. Da, du wolltest mal ausgehen, da bist du zurückgegangen. Denk wieder. Nein, nicht. Bist du rausgegangen? Bin ich auch rausgegangen. Bin ich zurückgegangen. Als ich zurückgehen wollte, ich bin vor der Tür stehen geblieben. Zu lesen. Okay, ich bin gleich tot. Dieser Dunkelheitseffekt ist so nervig. Klampen. Wieso müsst ihr immer dumme Sachen einbauen? Da hat bestimmt einer Wochen, Monate lang daran programmiert, um es hinzubekommen, richtig, und dann wird's gehasst. Jetzt kommen die Werwolven. Oh nee. Ja, schon. Lag die ganze Zeit am Boden und ist dann explodiert. Von alleine, ohne dass jemand dort war. Muss man die Waffe einsetzen, bevor ich verliere. Oh, bei dir ist einer. Ja, ich bin eh gleich tot, also von daher. Das heißt, bevor du die Waffe verlierst, ich werde die eher verlieren. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ach, du hast der Ausgang. Ach, Gänge sehen zugleich aus. Ja, los, Spiel, gib mir Leben. Ich hab's nötig. Ich hab keins seit der Geburt. Oh, da ist die Munition. Ich sehe da unten wieder einen Spasti. Ich greife ihn von der Seite an. So, du bist tot. Wo ist der andere? Die Sache ist, wenn ich mit meinem Raptor ziele. Bin ich nur davon getroffen. Also oh, ich... Kurz auf, ich will mich weit gehen und die gekümmert. Ich
Papi, wieso dauert das so lange mit dir zu zielen? Weil ich so schwer bin. Aha. Oh nein. Oh nein. Minigun. Ganz klar. Ob das sich auch lohnt. Ich bin eh gleich tot. Stimmt nicht, ich lebe immer noch. Ein Lebenspunkt. Ah ja, den hatte ich schon vorher. Im Raum mit den ganzen Fakern in der Dunkelheit. Hm. Nee, davor. Dann gibt's die Lebenskraft. Chicken lebt wieder! Chicken lebt wieder! Und gleich kommt eine große Angriffswelle. Das ist ein Triumph. I'm making a note here, huge success. Also, Teil des Jaguar, beide goldenen Jaguare Platz hier, da steht nicht beide. Das beide steht eins drüber. Mhm. Ich hab's dir doch gesagt, Türen haben sich geöffnet und der Kristallschädel erwartet uns. Aber spar dir deine Freudentanz für eine andere Gelegenheit. Mhm. Mach dich unterwegs auf erbitterter Widerstand gefasst. Oh ja, jetzt kommt eine große Angriffswelle aus Richtung Tempel. Oh nein. Ey, Lebenskraft hinter dir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gibt's vielleicht noch mehr? Oh nein. Hier ist nichts. Nein, 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 nein. Schau, das war alles. Hm. Vielleicht kannst du ja mal einen Schluck auf als Lebensquelle benutzen. Und das denn? Wir haben fast 1 Million Punkte zusammen, Rappi. Yay. So, jetzt kommt die große Angesölle. Wie du überlebst eine Granate. Ich hab keine Granate. Sind auch wieder da. Ja, Hühnchen, greif mich an. Und wir Bullen. Wo kommen sie? Wo sind sie? Und vor links natürlich. Oben große Hühnchen. Hätte er gar nicht gesehen. Ich sterbe gleich wieder. Oh, nee. Sagte sie und rennt erstmal ins Geschoss von einem Faker rein. Applaus für Chicken für diese Meisterleistung von Dummheit. Ich hab's auch noch von mir gesehen. Ich weiß nicht, mein Gehirn hat irgendwie nicht reagiert. Oh, will ich nee, das ist irgendwie so ein Kamikaze-Typ will hier mal. Oh ne, hab ich auch noch. Die Harpien schmeißen deinem Garze runter. Kein Wunder, dass das Hexen sind. Jetzt bin ich auch noch im Gesicht getreten wieder. Oh. Darf ich die alle auf Schmerzenskill verklagen? Ja. Da lässt sich doch bestimmt ein paar Jahrgebeträge rausquetschen. Ja, geschafft. Chicken lebt wieder am Limit. Mhm. Marschhüpfer von... Gegner? Neil Kentaur. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Ich kann schlecht, weil ich im Menü bin.
Spieler getötet. Die Feinde, bleib doch mal weg. Ich will lesen. Einfach weggehen, Chicken. Du kannst in Ruhe lesen. Einfach hinter den mittleren Podest. Meine Fresse, ey. Keine ruhige Minute. So, die Marschhüpfer von Rigil, Kentaurus. Merkwürdiger Organismus, der den feuchten Einöden in System Rigil Kentaurus entstammt. Lebt in großen Gruppen und hat einen selbstmörderischen Territorialinstinkt. Sämtliche Einzeltiere stürzen sich in alle verzehrendem Hass auf den Eindringling und blähen sich auf, bis sie explodieren. Wenn dies geschieht, spritzt giftiger Schleim aus ihren Eingeweiden auf das Ziel. Tipps: ein Einzeltier allein ist nicht gefährlich, der Schwarm sehr wohl aus sicherer Entfernung zerstören. Haha, besonders wenn die schneller sind und tausende Gegner man gleichzeitig von angegriffen wird. Aber die Viecher scheren sich echt schon ihr eigenes Überleben. Was labern die Entwickler immer für einen Schwachsinn? Nee. Oh. Schon wieder. Heute. Niemand mag Selbstmörder. Und keine Prisoner. Jason. Ah. So, ich stirb. Hast du deinen Minigun noch? Nein. Hä, warum hab ich denn meine dabei? Verstehe ich jetzt nicht. Weil du Admin bist? Keine Ahnung. Beim ersten Level habe ich mal Raketenwerfer verloren, den aus dem Secret. Hey, vorne. Ich bevorzug dich halt. Das tun alle Spiele. Wie denn? Ich habe doch mal die Raketenwerfer verloren. Ein Gebäude ist ein ich Secret. Ich habe nur einen gefunden. Ich bin einfach so random reingegangen. Weil ich wissen wollte, ob das ein Durchgang ist, das schwarze Ding. Oder nicht. Und das letzte Secret ist. Auf der Seite ist das letzte Secret im Level. Das ist direkt hier neben dem Haupttempel in der Ecke. Das liegt aber hier zwischen Haupttempel und Gebirge. Ich hab das Heilfläschchen. Ja, kann hier auch reinlaufen. Aber hier ist Dunkelheit. Dunkelheit. Nämlich gerade an Hörbelkraft, Season 6. Das ist nicht schwarz, war der Infinity Room, sondern weiß. So, bis wann soll ich nachsehen, wie viele Secrets gefunden hast? Infinity! 7 von 8. 7 von 8? Hab ich vielleicht schon eins gefunden? 0 vor 8, komisch. Ist eins vielleicht wieder Singleplayer only? Oder ist bestimmt das ein Secret, weil es irgendwie nicht als Secret anerkannt wurde. Nämlich die Emotion beim. Weißt du, wo ein Sprungfeld geschwungen ist auf die Oberplattform? Ja. Als ich als Secret abgesucht habe, wurde bei mir jetzt nicht als Secret anerkannt. Hilfe! Ja, ich tue. Wir haben hier richtig doofe Treppen. Meine ist viel epischer in meiner Minecraft-Welt. Okay. Und irgendein merkwürdiges Device. Ja. Das Tor war ein. Das hier war alles vermauert. Das Ding hat es zerstört, nachdem man beide Jaguar-Dinger platziert hat. Ah ja, kommt auch eine Cutscene.
Dann ist es das Kristallschädel. Da kommen wir also auch eine Cutscene. To be or not to be? That is a serious question. So, Stadt der Götter. Wir haben schon. Ich habe meine Minigun zurück. Ja. Wie? Mutig in dieselben. Durch dasselbe wie ich vorhin. 2,5 Stunden gespielt. Sollen wir noch eine Information vorlesen für dieses Level? Und dann beenden? Strategische Daten. Teotihuacan, die Stadt der Götter. Willkommen in Teotihuacan, dem größten kulturellen, religiösen und politischen Zentrum des Maya-Reichs, der schönsten und gefährlichsten Stadt je erbaut wurde. Teotihuacan wurde niemals eingenommen, obwohl es viele versucht haben. Das Verteidigungssystem ist nahezu perfekt. Hohe Mauern, überall Fallen, undurchdringliche Türen, Wachhäuser in fast jedem Hof. Von den gut ausgebildeten Maya-Krieger ganz zu schweige, die bereit sind, für ihre Freiheit zu sterben. Unsere Gegner sind zum Glück keine Maya, sondern hässliche Weltraummonster mit Mundgeruch und Gesichtern, die nur ihren Müttern gefallen können. Boah, das ist die miesigste Beleidigung ever. Was ist sie denn, Triska? So ein Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Was? Das war natürlich leichter. Ich bin in der Zeile verrutscht. Mit angefallen können. Das macht es natürlich leichter. Wir sollten versuchen, die Sonnenpyramide zu erreichen. Das Portal wird. Das Portal, das wir suchen, muss dort sein. Die Koordinaten aus dem Computer und die der Sonnenpyramide im alten Teotihuacan stimmen genau überein. Wir müssen durch die ganze Stadt. Um zur Pyramide zu gelangen und mental wird uns mit allen Mitteln aufhalten wollen, aber das kennen wir ja. Kennen wir alles. Was kennen wir alles? So, alles kennen wir. Wollen wir weitermachen oder sollen wir wollen Pause machen? Weiß nicht, wie lang ist denn das Level? Die letzten waren 2,5 und das ist etwas länger als die anderen. Ach hey. Vor allem, weil wir schon wieder eine riesige Angriffswelle überleben müssen. Dann würde ich sagen, sind wir zur nächsten Aufnahme. Soll ich mir kein Freund nachts hier ein kleiner Sneak Peek? Das erwartet uns. Wenn wir dann eine Angriffswelle von Tausenden, Abertausenden. Kreaturen zerstören mit der Minigun! Yay, und Napalm wäre vor der Weise wieder da ist, auch wenn sie eigentlich. Sie hat wohl Chicken vermisst. Eine Leute überlassene Secret-Waffe ist und Secret-Waffen verschwinden nach dem Tod. Ja, anscheinend nicht mehr. Wo ist der Chicken vermissen und kam deswegen zurück? Aber vorher ist es verschwunden bei mir. Du sagst, sie hat Chicken vermisst. Wenn wir es im nächsten haben, ist es zurückgekommen. Ja, und ich hoffe, wir werden auch zurückkommen in der nächsten Session. Und wenn nicht, wird Chicken sehr traurig sein. Und weinen. Ja, sich in den Schlaf weinen. Und dann haben wir gleich die etwas schwächere Version davon. Das Sneak Peek. Was? Die schwächere Waffenvision der Minigun. Ach so, dieses Ding, ja. Im gleichen Hof. Na gut. Aber dann zum nächsten Mal hoffentlich mit weniger Frust. Ja, hoffentlich. War ja total ätzend. Hm. So was hat's in dem Raum mit den Stachelwänden. Ich hab gerade rausgeguckt, aber ich bin trotzdem an die Wand gesogen worden. Ja, das ist nicht einfach. Man muss da richtig gut sich damit auskennen. Ja. Das ist ja dein erstes Mal hier. Du hast ja nicht so viel Erfahrung mit diesen Fallen. Oh,
aber Leute stellen immer Erfahrung. Ich erinnere dich nur daran, was damals während meinem Thief Gold LP passiert ist, ne? Da war ich auch zugemeckert in meiner dritten Session. Klingt voll hot. In meinem anfängerhaften Dasein. Du kannst schon ein Spiel. Was? Das war der Napalmwerfer bei mir. Napalmwerfer? Flammenwerfer. Dann verliere ich Munition. Wir werden doch irgendwie neu starten. Dann wird die ganze Munition wieder zurück sein. Dann stopp halt! Verdammte Typ, ey! Ey, sind voll Feuer und Flamme. Ja, Feuer und Flamme für dieses Spiel. Aber beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich ein bisschen einen kühleren Kopf bewahren, sodass wir die kommende Situation meistern können. Oh ja, und am besten weniger Lags.